Hallo meine Lieblings-Online-Klasse. Heute für euch gibt es ein Video Prüfungssimulation für die mündliche Prüfung Teil 3. Das nennt man auch Problemlösung. Ich bin Elena Wermuth, TELC-Prüferin, Hochschul- und Sprachdozentin. Besucht meinen YouTube-Kanal und findet noch mehr Prüfungssimulationen, Musterbriefe, Tipps für die Prüfung und grammatische Themen leicht erklärt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder etwas nicht verstanden habt, schreibt mir gerne in die Kommentare und vielleicht drehe ich dann ein Video für dich. Nun, meine Aufgabe lautet, Ihre Nachbarin ist krank und liegt im Krankenhaus. Ihr Partner und Sie sollten sich um die Katze und die Wohnung von der Nachbarin kümmern. Planen Sie gemeinsam, wie Sie helfen können. So, in der Vorbereitungszeit, du hast nämlich 20 Minuten Vorbereitungszeit, notierst du dir das Thema, Nachbarin im Krankenhaus, dann machst du dir Notizen, wie kann ich helfen und wie kann mein Partner der Nachbarin helfen. Alternativ oder anders könntest du auch eine Liste mit Aufgaben erstellen und dann während der Prüfung diese Aufgaben für deinen Partner vorschlagen oder selbst diese Aufgaben übernehmen, wie du das möchtest. Nun habe ich das schon jetzt ausgefüllt. Thema Nachbarin im Krankenhaus. Wie kann ich helfen? Ich könnte Katze zu mir nehmen, Pflanzen gießen, aufräumen, Medikamente besorgen. Wie kann mein Partner helfen? Nachbarin besuchen. Sie etwas einkaufen und nach der Post schauen. Das ist ja natürlich eine kreative Aufgabe. Hier könnte man noch mehr Punkte sich ausdenken. So, dann beginnen wir mit der Simulation. Hallo Natascha, hast du gehört, dass unsere Nachbarin Frau Müller krank ist und im Krankenhaus liegt? Ja, das habe ich gehört. Wir könnten zusammen unserer Nachbarin helfen. Sie hat doch eine Katze, oder? Ja, Frau Müller hat eine sehr brave Katze. Weißt du was? Ich würde gerne die Katze zu mir nehmen. Meine Kinder werden sich bestimmt darauf freuen. Ich muss nur noch Katzenfutter und Katzenstreu kaufen. Das ist sehr nett von dir. Und was könnte ich für Frau Müller machen? Ich werde dann nach ihrer Post schauen. Sie hat immer so viele Zeitungen im Briefkasten. Genau, dann werde ich ihr Zeitungen und Briefe ins Krankenhaus vorbeibringen. Möchtest du Frau Müller im Krankenhaus besuchen? Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Wir sollten sie vorher fragen, ob sie noch etwas braucht. Vielleicht braucht sie Kleidung oder irgendwelche Medikamente. Und ich würde gerne mit dir mitkommen. Kein Problem. Von mir aus können wir natürlich zusammengehen. Wann wollen wir sie denn besuchen? Am Samstag vielleicht. Hast du Zeit am Samstag? Ja klar, am Samstag habe ich Zeit. Ich würde auch gerne ihre Pflanzen gießen. Sie hat so viele Pflanzen auf dem Balkon und in der Wohnung. Und in der letzten Zeit war es so heiß, dass die Blumen austrocknen können. Ich habe den Schlüssel von der Wohnung von Frau Müller. Dann kann ich das gleich erledigen. Was sagst du dazu? Du hast immer so tolle Ideen. Nun haben wir unsere Aufgaben verteilt. Jetzt ran an die Arbeit. Ich werde dann auch Frau Müller im Krankenhaus anrufen und sie über unseren Plan informieren. Und ich denke, sie wird sich bestimmt darauf freuen. Ja, bestimmt wird sie sich darauf freuen. Gut, dann machen wir so. Bis dann, Natascha. Bis dann. Tschüss. So, diese Simulation ist fertig. Nun teile dieses Video an deine Freunde, falls es dir gefallen hat, und abonniere meinen YouTube-Kanal. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss.